fangen wir denn an? Herzlich willkommen zu einem Video mit uns beiden heute. Und zwar einfach ein random Tag, den wir, ja, an dem wir die Kamera mitnehmen und euch mal zeigen, wie so ein Tag bei uns in unserem neuen Leben aussieht. Genau. Aktuell planen wir nämlich auch unseren Van zu verkaufen. Habe ich im letzten Video auch schon gesagt, da gibt es bald ein neues Video zu, wo wir euch dann alles nochmal detaillierter erklären. Aber heute sind wir zum Beispiel auch auf der Suche nach einem Auto. Ja, also wir müssen ja mobil bleiben. Wenn wir unseren Van verkaufen, haben wir ja dann gar kein Fahrzeug. Momentan fahren wir auch mit dem Van überall hin, was natürlich auch ein bisschen mühsam ist, das als ja, Transportmittel zu benutzen. Ist ja eigentlich eine Wohnung. Ja. Und genau, deswegen sind wir auf der Suche nach einem Auto und das ist alles gar nicht mehr so einfach. Wieder alles aufzubauen. Ich meine, es ist natürlich schön loszulassen, alles zu verkaufen. Das haben wir auch zweimal gemacht in unserem Leben. Das ist einfacher. Und jetzt haben wir uns, glaube ich, gesagt, wir merken jetzt einfach, wie viel Arbeit das ist, alles wieder aufzubauen, dass wir das, glaube ich, uns nochmal fünfmal überlegen, wenn wir es nochmal machen sollten. Es macht auch Spaß, aber es kommt natürlich viel zusammen und es zieht sich. Wir wollen am liebsten immer gleich morgen alles gemacht haben. Ja. Aber es dauert immer länger, als man denkt. Ja, auch so die Entscheidung mit dem Auto, welches Auto wir uns holen. Wir haben so ein paar in Auswahl und vielleicht habt ihr auch ein bisschen Erfahrung mit Autos und könnt uns da ein paar Tipps geben, welches Auto ihr fahrt oder welches Auto ihr uns empfehlen würdet. Und zwar ja, finde ich das zum einen komisch, dass Gebrauchtwagen teilweise die Finanzierung oder das Leasing von den Gebrauchtfahrzeugen teurer oder mindestens genauso teuer ist wie das Leasing von Neufahrzeugen. Mhm. Da habe ich auch mit Autoverkäufern schon gesprochen und sagte, das ist ja überhaupt nicht nachhaltig, weil eigentlich möchten wir gar nicht, dass ein neues Fahrzeug für uns produziert wird. Das ist total doof, weil es gibt so viele schöne alte Autos. Und ich finde, das passt auch einfach besser zu uns. Ja. Alte Autos, ich sehe mich nicht in so einem, weiß nicht, in so einer krassen, abgespaceden neuen Karre. Keine Ahnung, irgendwie finde ich es sehr komisch. Ja, finde ich auch komisch. Und außerdem, wenn wir natürlich noch ein Auto haben, im besten Falle mit einer Anhängerkupplung, so rum war das. Das wir dann irgendwann, wenn es soweit ist, natürlich unser mobiles Café ziehen können. Richtig. Und am besten sollte das Fahrzeug 4 Sitze haben und ja, einen Kofferraum, den man auch ja, nutzen könnte für Einkäufe oder dann halt, wenn wir die Kaffeekutsche ziehen, dass wir da hinten auch ein bisschen was transportieren können, wie Bohnen, Wasser, Milch etc. Genau, wir hatten halt an sowas wie einen Suzuki Jimny gedacht oder an so einen schönen alten Panda 4x4 oder vielleicht auch was von Dacia, ich weiß es noch nicht. Ja, vielleicht habt ihr ja coole Ideen für coole Fahrzeuge, die cool aussehen. So ein Mercedes ML ist auch ziemlich cool und gar nicht so teuer, aber ich glaube, ziemlich teuer in der Wartung. Aber wie gesagt, vielleicht habt ihr da ein paar Erfahrungswerte. Her mit den Tipps. Her mit den Tipps. Ich blende euch hier zwischendurch auch mal ein paar Fahrzeuge ein, ja, für die wir uns interessieren, dass ihr da auch visuell ein bisschen euch was vorstellen könnt, aber ich würde mal sagen, wir packen jetzt mal hier alles zusammen und machen uns jetzt mal Frühstück, denn wir haben gar nicht mehr so viel Zeit. Ich nehme euch nämlich heute ein bisschen mit auf Arbeit. Ich muss nämlich heute noch arbeiten gehen. Melli bleibt hier zu Hause und filmt hier zu Hause ein bisschen was ab und dann habt ihr so einen Einblick in unser neues Leben an einem ganz normalen, zufällig ausgewählten Tag. Also viel Spaß dabei. So, aber bevor David auf Arbeit geht, machen wir uns noch ein schönes Frühstück. Und es ist wichtig, immer noch weiterhin viel Zeit zusammen zu verbringen, so viel es geht. Wir waren heute Morgen auch schon zusammen eine Stunde spazieren mit Nusa. Wir stehen lieber ein bisschen früher auf und haben noch ganz viel Zeit. Und jetzt machen wir uns ein schönes Frühstück, setzen uns auf die Terrasse und können nochmal in Ruhe gemeinsam frühstücken. Und jetzt schneide ich eine Scheibe Brot mit unserer super coolen Retro-Maschine, die ich von meinem Papa bekommen. Und die ist bestimmt auch schon so 35 Jahre alt. Geiles Teil. Siehst du, auch das ist alt. Alt passt einfach besser zu uns. Ja, und während Melli uns ein bisschen Frühstück vorbereitet, zeige ich euch mal unsere Terrasse. Die habt ihr im letzten Video auch schon gesehen. Da hat sich jetzt auch noch nicht so viel getan. Da hinten haben wir schon mal eine kleine Lounge gebaut. Da haben wir aber auch noch ein extra Video für euch gedreht. Das kommt dann bald raus. Und viele haben uns auch gefragt, als ich das Balkonkraftwerk hier gezeigt habe, haben uns auch total viel gefragt, wie einfach das denn funktioniert und wie viel Strom wir damit generieren. Und da erzähle ich euch auch gleich nochmal was zu. Jetzt gehen wir aber erst nochmal rein und ja, werden was essen. Und dann komme ich hier nochmal raus und zeige euch das nochmal und erkläre euch nochmal ganz kurz, wie das funktioniert und wie viel Strom wir damit bis jetzt gewonnen haben. Thank you.
jetzt kommt mal mit, ich zeige euch mal unser Balkonkraftwerk. Da hattet ihr nämlich einige Fragen zu. Und zwar haben wir das Anker-Balkonkraftwerk mit 2x500 Watt Solarpanelen und hier unten drunter auch noch mit einem kleinen Speicher, weil es kann ja sein, dass an sonnigen Tagen so viel Energie gewonnen wird, dass wir das gar nicht an dem Tag verbrauchen, weil wir zum Beispiel gar nicht da sind. Und dann haben wir einen Speicher da und können das halt über die Nacht an unseren Haushalt weitergeben. Bis jetzt haben wir knappe 140 Watt erzeugt und wir haben das Teil seit 3 Monaten, also sind wir so im Schnitt bei 40, 45 Kilowatt im Monat und es ist aber noch nicht der ideale Platz hier. Also das heißt, wir haben ziemlich spät Sonne und bekommen deswegen nicht die hundertprozentige Kapazität, die eigentlich hier möglich wäre. Da wollen wir uns im nächsten Jahr nochmal was anderes überlegen. Was ich aber ziemlich cool finde, ist, dass es aktuell bei Anker 15% auf die Balkonkraftwerke gibt. Klickt da einfach gerne auf den Link in der Videobeschreibung, dann erfahrt ihr auch mehr darüber, falls euch das interessiert. Und ich bin mega happy, dass wir das haben, weil ich finde es einfach immer schön, wenn man den Strom selbst herstellen kann. Ihr seht es ja hier zum Beispiel bei uns auf dem Van, haben wir auch Solaranlagen oben auf dem Dach gehabt. Unser Nachbar hat auch. Unser Nachbar hat auch welche. Also in der gesamten Straße hat, glaube ich, jeder zweite oder dritte Haushalt, wenn ich das mal so richtig gesehen habe. Also zumindest viele. Ich weiß nicht, ob es wirklich jeder dritte ist, aber sehr viele haben hier Balkonkraftwerke. Und es scheint sich zu lohnen. Bei uns ist die Ersparnis mittlerweile bei 40 Euro. Also fast eine ganze Monatsrate an Strom, die wir uns bis jetzt gespart haben. Und das noch nicht mal mit einem idealen Standort. Also ich bin dazu mega happy. Ich habe ein bisschen mehr erwartet, muss ich sagen. Aber wie gesagt, es wird wahrscheinlich an dem Standort liegen, beziehungsweise auch daran, dass der Sommer in Deutschland häufig so aussieht aktuell. Ja. Nusa nutzt das Balkonkraftwerk gerne auch als kleine Höhle. Die ist nämlich gerade da drunter gegangen. Ich habe über den kompletten Aufbau auch mal ein Video gemacht. Ich verlinke euch das hier oben mal. Klickt da gerne mal drauf, falls euch das interessiert. Und zwar erkläre ich da, wie man das Teil anschließt, wie es funktioniert und was man da zu beachten hat. Und zeige euch auch die App und erkläre da einige Funktionen dran. Also gerne mal draufklicken. Und mich würde mal an dieser Stelle interessieren, wer von euch bereits schon ein Balkonkraftwerk hat. Also ganz gerne mal in die Kommentare schreiben und was ihr so für Erfahrungen habt. Ob ihr da ähnliche KW-Zahlen erreicht oder vielleicht sogar mehr. Würde mich mal interessieren. So, bevor ich jetzt aber auf Arbeit gehe, hat Melli noch was vor mit mir, ne? Also die will mich hier nochmal kräftemäßig testen. Der Sommer kommt heute zum Haare machen und ich habe noch einen Friseurstuhl in der Garage und habe gedacht, den muss ich jetzt hochholen, damit man hier so einen kleinen Friseurplatz erstellen kann. Ja. Mal gucken, wie das aussieht. Und der ist gar nicht mal so einfach. Also. Ja, für mich ist auch schwer jetzt. Ach nö, die Schuhe sind super. Ich habe die im letzten Video, glaube ich, schon kurz gezeigt. Ey, die ist doch super. Sieht aus wie... Wie nennt man da? Da gibt es so ein Sprichwort bei den Floddies. Wie bei den Flodders? Flodders. Oder früher hat man auch mal gesagt, wie bei Hempels unterm Sofa. Aber ich weiß nicht, warum immer Hempel. Weiß auch nicht. Keine Ahnung. Also finde ich ein bisschen schade für alle, die Hempel heißen. Weil anscheinend wären die nicht so sauber, aber das glaube ich nicht. Es gibt sicherlich auch ganz viele saubere Hempelfamilien da draußen. Meine Güte. Der hat keine Reifen. Den kannst du auch nicht schieben, weil da ist die Kette. Das ist abgeschlossen, das Fahrrad. Ach so. Nein, jetzt nicht, Schatzi. Erst Van-Renovierung, dann können wir in der Wohnung weitermachen. Wir haben nur 2 Hände und 24 Stunden der Tag. So, was wolltest du machen? Erstmal raus bei uns auf die Terrasse stellen? Ja, und einmal kurz abspritzen. So geht's für mich und für dich? Ja, für mich auch. Oh, ist ja gar nicht so schwer. Bisschen höher. Geht das? Ja. Ich lasse euch mal mit Melli hier. Die Kamera bleibt nämlich da. Und ich werde auf Arbeit ein bisschen mit dem Handy filmen. Soweit das natürlich möglich ist. Aber ich versuche euch so ein bisschen zu zeigen, wie mein Arbeitsplatz aussieht. Und ja, genau, Melli bleibt einfach hier und hat die Kamera. Deswegen ist hier die Qualität von Ton und Video ein bisschen besser wie bei mir. Aber da müsst ihr jetzt halt mal durch. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was Melli hier macht. Weil ich sehe ja sonst auch so nicht. So viel mal auch nicht. Ich stelle euch einfach mal hier ab. Jetzt vorne das Trocknen mal, dann kann ich die gleich ein bisschen abtrocknen. Schatz. Muss ich gar nicht so weit fahren. Ich bin jetzt gut in der Zeit und muss jetzt so 20 Minuten hinfahren. Ah ja,
was natürlich sehr entspannt ist. Aber es ist natürlich auch immer kacke, mit dem Van zu fahren, weil ich mir gedacht habe, wir fahren hier 2,8 Tonnen, müssen sich bewegen, um meine läppische 80 Kilo zur Arbeit zu bringen. Ja, gestern hat es geregnet. Ja, aber ich bin gut in der Zeit und es ist auch richtig schön, dass so jeder mal sein Ding machen kann, weil wir waren ja sonst immer, ja, hat man uns ja zu zweit gesehen, wir waren immer zu zweit hier auf diesem Raum und jetzt ist es auch mal schön, dass wir, ja, jeder mal so seine Sachen machen kann oder sich mit Freunden treffen kann und danach hat man sich auch wieder ein bisschen mehr zu erzählen, weil wenn wir natürlich die ganze Zeit zu zweit hier drin sitzen und alles zu zweit erleben, dann ja, geht es eigentlich irgendwie nur noch darum, wer hat wie was erlebt, aber ich weiß ja, was Melli erlebt hat, weil ich ja dabei war. Genau, und umgekehrt genauso. Deswegen ist das richtig cool, dass wir jetzt so Jobs haben und ja, jeder mal auch sein Ding machen kann. So, Garage ist zu und ich fahre mal zu meinem Ding jetzt. So, jetzt laufe ich zu meinem Arbeitsplatz und zwar auf 500 Meter Höhe. Und den Van muss ich hier unten parken und den restlichen Meter nach oben laufen. Ich habe jetzt noch ein bisschen Zeit und kann euch noch mal zeigen, was das hier eigentlich ist. Aber vielleicht erkennt ihr es auch selbst schon. Es ist eine Burg, genau. Und zwar arbeite ich hier im Kerker und wir sperren hier Leute ein, denen das Essen hier nicht geschmeckt hat. Nee, Spaß. Ich arbeite im Service und an der Bar. Hier im Restaurant und ja, es macht mir mega viel Spaß, weil, wie ihr von meinen Reisen oder unseren Reisen wisst, liebe ich Burgen und bin mega großer Geschichtsfan und deswegen habe ich doppeltes Glück hier. Ja, ist auf jeden Fall mega schön. Check. Bester Mann. So, und ich fange jetzt mal an zu arbeiten und melde mich dann zwischendurch mal. Weiß nicht, heute ist richtig viel los. Wir haben total viele Reservierungen. Ich freue mich richtig drauf, weil da macht es am meisten Spaß. Vielleicht melde ich mich zwischendurch oder vielleicht auch erst nach Feierabend. Guck mal, Nusa. Frisch gewaschene Alpaka. Und die Sonne ist jetzt endlich rausgekommen. Ich habe meine Haare gewaschen, ein bisschen Wäsche gemacht, Terrasse gekehrt, ja, den Platz ein bisschen eingerichtet. Später, wenn die Mama von David kommt, werden wir dann zusammen den Tisch reinbringen, den Stuhl reinbringen. Alleine schafft es nicht. Ja, es ist halt doch immer ein bisschen was zu tun in so einer Wohnung, anders wie im Vanlife natürlich. Da ist man schneller durch mit Putzen. Hier muss man natürlich viel, viel mehr putzen. Ja, man ist echt viel mit Haushalt beschäftigt. Gut, wir sind noch nicht ganz fertig mit Einrichten. Man räumt man immer ein bisschen um und. Ja, sonst eigentlich, was gibt es viel zu erzählen? Außer, dass wir jetzt unsere Gastrojobs noch haben. Ja, sind wir natürlich noch ein bisschen mit Instagram beschäftigt und genießen auf jeden Fall die Zeit hier in der Natur und in der Wohnung. Und genau, ich werde jetzt immer ein paar Stories machen, damit ich auch die Community bei Instagram mitnehme. Und dann, ja, werde ich vielleicht mal ein bisschen filmen, wie ich Haare schneide. Und so viel mehr gibt es dann, glaube ich, auch gar nicht zu erzählen. So, ich habe jetzt gerade gesehen, dass hier eine Zucchini richtig groß ist. Die mache ich jetzt mal ab. Ich mache das jetzt hier mit dem Messer. Aber ist das eigentlich richtig? Oder reißt man das eher ab?
Naja, auf jeden Fall haben wir jetzt hier eine richtig tolle Zucchini. Sieht man das so? Das ist überbelichtet. Oh, noch mehr überbelichtet. So. So. Unsere Zucchini. Da sind noch ein paar. Geht, oder? Das geht. Wir haben es jetzt auch 100 gemacht. Ja, alleine geht es schon. Nee, alleine geht es. Okay, dann machen wir jetzt die Farbe zurecht. Ja. So, ich habe jetzt Feierabend und es war richtig viel los. Ich konnte in der Zwischenzeit gar nichts aufnehmen. Einmal zwischendurch habe ich kurz Pause gemacht und habe was getrunken. Ansonsten waren das jetzt über fast 7 Stunden lang. Nonstop laufen, Essen rausbringen, Getränke aufnehmen, Getränke rausbringen und abwaschen. Ja, jetzt bin ich hier wieder am Van und jetzt geht's zurück nach Hause zu Melli. Die freut sich nämlich auch schon, dass wir jetzt schön eine Runde spazieren gehen. Ich bin nach solchen Tagen immer total happy, weil ich merke halt, dass mir so Tage voll die Energie geben. Also ich fühle mich, ich könnte jetzt noch weitermachen eigentlich. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Und ja, aber ich freue mich jetzt auch auf zu Hause, auf was zu essen, auf ein bisschen Füße hochlegen und vorher nochmal mit Nusa spazieren gehen. Ich bin mal gespannt, was die eigentlich den ganzen Tag über gemacht haben. Jetzt bin ich zu Hause und jetzt bin ich mal gespannt, was die zwei Mädels da machen. Hallo. Ach Gott, du flippst ja aus. Hallo, kleine Maus. Hallo, Nusa. Ah, sie freut sich immer so süß. Na, was bringst du mir dann, Donut? Hallo, kleiner Schatz. So, ich habe mich jetzt nochmal in mein Arbeitsoutfit geworfen, weil Melli hat noch was vor mit mir. Ne? Was hast denn du vor? Ja, irgendwie gefällt mir der Platz doch nicht da so sehr, weil das irgendwie zu doll im Raum steht und es passt irgendwie nicht mit dem Stuhl. Dann ist heute auch noch, beziehungsweise gestern unser Teppich angekommen. Wir haben einen Teppich bestellt und den können wir jetzt auch aufbauen. Und dann können wir das ganze Wohnzimmer umstellen. Sie will das Wohnzimmer umstellen, jetzt mit mir. So, also was glaubt ihr, in welcher Ecke wäre der Friseurstuhl ganz gut? Da vorne? Hier am Eingang? Hier? Also irgendwie, ja, müssen wir uns was überlegen. Wir dachten jetzt, wir schieben die Couch einmal so rüber, machen die Ecke hier auch weg, machen da eine lange Bank hin, drehen den Tisch so. Couch ist dann hier und dann haben wir da hinten Platz für den Stuhl. Oder dann hier. So, eben wollten wir noch den Teppich hinlegen, den Melli bestellt hat bei Home24. Ich kann euch das absolut gar nicht empfehlen. Schaut mal, wie ich aussehe. Sieht man das überhaupt? Also den Teppich auf jeden Fall. Hunderte Fussel. Wir haben den gesaugt, wir haben den dreimal ausgeklopft. Es wurde einfach nicht besser. Der Teppich riecht nach Keller und Chemikalien. Never, der geht 1:1 wieder zurück. Aber was ihr im Hintergrund sehen könnt, ist, wir haben einen schönen Platz für den Friseurstuhl gefunden. Und ja, haben einfach eine Bank weggetan und den da jetzt hingestellt. Und ja, die Couch haben wir dann doch wieder umgestellt. Jetzt halt ohne Teppich. Aber so sieht es jetzt gut aus. Entschuldigung. Melli denkt sich für Selbstgespräch vielleicht. Und jetzt setze ich mich hier schön hin und muss noch ein bisschen was für die Steuerberaterin machen, weil die hat mir einen Berg voller Unterlagen oder einen Berg geschickt. Nee, sie hat mir eine E-Mail geschickt, dass ich ihr einen Berg an Unterlagen schicken muss. So, aber erstmal einen richtig schönen Flat White auf Eis. Boah, wie Gold kommt das da raus.
Jetzt geht es hier um Steuern. Und zwar hat sich unsere Steuerberaterin Gedanken gemacht. Sie betreut ja mehrere Content Creator, nicht nur uns. Und sie hat sich Gedanken gemacht, was man dem Finanzamt alles sagen muss. Deswegen haben wir sie ja auch. Aber es ist halt echt eine Bank voll Unterlagen. Und zwar müssen wir ihr unter anderem Auflistung der Sponsoring-Artikel machen. Also welche Sachen haben wir bekommen, weil die müssen wir natürlich versteuern. Außer wir handeln vorher mit dem Unternehmen aus, dass das Unternehmen das versteuert. Das passiert aber in 90% der Fälle nicht. Meistens bleibt das an uns kleben. Entweder bin ich schlecht im Verhandeln oder es ist halt einfach so, keine Ahnung. Und das ist das eine, das muss ich jetzt noch rausfinden, was wir im Jahr 2022 gesponsert bekommen haben. Und dann muss ich ihr auch noch aufschreiben, wo wir überall waren. Das geht. Aber auch vor allem, wie viele Tage wir gearbeitet haben. Zum Beispiel waren wir im Jahr 2022, wisst ihr sicherlich noch, auf Fuerteventura vom 1., also ein bisschen länger, 21 schon, aber im Jahr 22 vom 1.1. bis irgendwann Ende April. Und da muss ich jetzt quasi sagen, das sind 100 und so viele Tage. Wie viel habe ich davon gearbeitet oder wie viel haben wir davon nicht gearbeitet? Und wenn wir gearbeitet haben, was haben wir gemacht? Meine Güte, also ich habe da jeden Tag gearbeitet. Also, was soll ich da sagen? Also, jeden Tag irgendwas für YouTube gefilmt, jeden Tag was für Instagram gemacht, jeden Tag irgendwelche Collaborations gemacht oder Fotos gemacht oder da freue ich mich sowas von gar nicht drauf. Aber es muss gemacht werden und dann mache ich das irgendwann im Winter auch für das Jahr 2023 und 2024 gleich mit, dass ich nicht mehr so kurz vor knapp da stehe und das machen muss, weil eigentlich hätte ich die Unterlagen schon vor ein paar Tagen einreichen müssen, aber wir kommen halt einfach nicht dazu, weil ihr seht ja, wie unser Tag aussieht, ständig was zu tun. Und deswegen gibt es mal erstmal einen Schluck Kaffee und dann mache ich hier weiter. Ich bin gut vorangekommen und das sieht dann ungefähr so aus, dass man hier quasi sieht, was wir gemacht haben an den einzelnen Tagen. Und genau. Aber jetzt basta für heute und wir gehen jetzt nochmal eine kleine Runde mit Nusa raus. Ich muss mich noch ein bisschen umziehen, weil ich habe hier so viel Fusseln drauf. Und jetzt freue ich mich auf einen schönen Spaziergang. Megassi? Ja komm, na los. Wir sind hier draußen spazieren und das ist so ein schöner Kontrast irgendwie. Bei der Arbeit war voll viel los und zwar keine Sekunde Ruhe und Pause. Und hier gerade mal 20 Minuten weiter komme ich richtig gut zur Ruhe. Nature pur. Genau, ja. Wir gehen jetzt mal unsere letzte Runde spazieren und dann machen wir Feierabend. Ich hoffe, euch hat unser kleiner Einblick in unseren Alltag gefallen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Bye.